Sarah Wagenknecht sollte einen Vortrag bei den sozialdemokratischen Nachdenkseiten aufgrund ihres 20-jährigen Bestehens halten. Nun ist Sarah Wagenknecht aber leider krank geworden und Oskar Lafontaine ist kurzfristig eingesprungen. Und ich glaube, wir gucken uns ja Teile des Vortrags heute Abend noch an. Mal gucken, es ist jetzt auch schon 0 Uhr, also mal gucken, wie lange wir durchhalten. Günni verlinkt gerade meine beiden Kanäle. Dankeschön, Günni. Schaut da gerne mal rein. Ich auf meinem Erstkanal, da findet ihr eher längere Videos, die nicht so kurzweilig sind. Wie das, was ich hier auf Twitch mache, wo ich ein bisschen tiefer auf Sachen eingehe, wo ich lange Diskussionen mit anderen Leuten habe. Schaut euch das gerne an. So, kommen wir jetzt zu Oskar Lafontaine. Ich soll herzlich grüßen von Sarah Wagenknecht. Sie bedauert es sehr, dass sie nicht hier sprechen kann. Sie hat mich dann aktiviert. Ich kann das zwar nicht ganz so gut, aber ich bemühe mich, sie ordentlich zu vertreten. Auf jeden Fall herzliche Grüße von ihr und weiterhin. Denn Demokratie setzt eines voraus. Es setzt voraus, dass diejenigen, die eben entscheiden sollten oder die Macht haben sollten... Super leise das Video, das ist blöd. Das ist blöd, dass das Video leise ist. Ich kann mich ein bisschen leiser machen. So, jetzt bin ich ein bisschen leiser. Jetzt könnt ihr mich und das Video gleichzeitig bei euch auf dem Gerät ein bisschen lauter machen, dann müsste es passen. Dass sie informiert sind. Und wenn sie nicht informiert sind, ist keine Demokratie möglich. Und diejenigen, die Demokratie verhindern wollen, versuchen auch zu verhindern, dass die Leute informiert werden. Und daher ziehen sich diejenigen, die Informationen verbreiten, die nicht so angenehm sind, natürlich die Feindschaft derjenigen zu, die die Macht haben. Und auch in diesem Sinne haben die Nachdenkseiten für mich große Verdienste sich erworben in den letzten 20 Jahren. Und deswegen rufe ich alle auf, diese Arbeit zu unterstützen und weiterhin zu verteidigen. Albrecht Müller hat ja vorhin schon die Macherinnen und Macher der Nachdenkseiten gewürdigt und gelobt. Ich möchte zunächst auch mal ihn loben, weil er hat Großes geleistet für mich, als Einzelner zunächst einmal ein solches Projekt sich auszudenken, dann andere zu motivieren und es über 20 Jahre in dieser Form aufzubauen. Das ist eine großartige Leistung. Du hast wirklich Beifall verdient, lieber Albrecht, an dem heutigen Tag. Absolut. Wie gesagt, die Nachdenkseiten sind die wichtigste sozialdemokratische Internetzeitung. Da sitzen nur Rentner im Publikum. Ja, ja, das ist... Wenn das in meiner Nähe gewesen wäre, wäre ich vielleicht hingegangen. Aber leider, ich habe es auch gar nicht mitgekriegt, dass die 20 werden. Ich hatte nur den Livestream gesehen, dann danach gesehen, dass Florian Warweg dazu was getweetet hatte. Und jetzt, okay, da war der Lafontaine zu Gast. Das müssen wir, ja, da müssen wir natürlich drauf reagieren. In meiner Jugend sind mir viele Sätze in Erinnerung geblieben. Einer der Sätze, die ich auf dem Gymnasium gelernt habe und die zur heutigen Veranstaltung passen, ist das berühmte Audiatur et altera pars. Es werde immer auch die andere Seite, die andere Meinung gehört, denn ohne diesen Imperativ, ohne dieses Bemühen, ist Demokratie eigentlich gar nicht vorstellbar. Denn Demokratie lebt vom Dialog. Und deswegen würde ich sagen, die Nachdenkseiten sind nicht nur eine Veranstaltung für die Demokratie, sondern auch für eine Veranstaltung gegen etwas, was sich in unserer Gesellschaft eingeschlichen hat und was sie für verheerend halten, nämlich gegen die sogenannte Cancel Culture. Ich halte sie wirklich... Exakt, 100%. Das ist auch das Thema, wo wir uns heute den ganzen Stream schon mit beschäftigt haben. Also die auf YouTube, die das Video hier später sehen, die wissen das nicht. Wir haben uns schon den ganzen Stream heute Videos angesehen, wo es im weitesten Sinne um Cancel Culture ging. Zuerst Sarah Bosetti, dann die Streamerin Shoyoka, dann den Politikwissenschaftler Markus Linden. Das ist der, ja, das ist das Thema, was sich durch den gesamten heutigen Stream zieht. Cancel Culture. Unliebsame Meinungen werden mundtot gemacht. Das ist das, was wir in diesem Land sehen. Und das ist auch, ja, das, dessen Opfer die Nachdenkseiten aktuell werden. Für eine verheerende Entwicklung. Eigentlich klar ist, was sie da veranstalten. Für mich, wir müssen nur aus der Geschichte lernen. Wir müssen nur lernen, was passiert ist, wenn unbequeme Meinungen ausgegrenzt worden sind. Es gibt auch viele, viele Beispiele in der Geschichte. Man kann ja bei Galileo oder Galilei anfangen, der dann
ausgegrenzt worden ist, wahrscheinlich als jemand, der Querdenker oder Spinner oder was weiß ich auch immer war. Die Geschichte zeigt uns doch, dass es immer notwendig ist, auch Minderheitenmeinungen, davon lebt doch die Demokratie, gelten zu lassen. Irgendwann werden sie zur Mehrheitsmeinung. Und deshalb muss man wissen, Cancel Culture ist für mich präfaschistoid. Irgendwann landet das... Ja, nicht nur das, Lafontaine hat ja gerade das gute Beispiel der Inquisition genannt. Wenn man Minderheitenmeinungen ausschließt, dann verarmt die Gesellschaft intellektuell. Dann können relevante Probleme überhaupt nicht mehr diskutiert werden. Also aktuell dieser Wirtschaftskrieg gegen Russland, der hier zu einer Deindustrialisierung führt. Wenn man darüber nicht redet, dann deindustrialisiert sich unser Land, dann verarmen wir immer mehr. Aber ja, man darf ja nicht mal das Wort Wirtschaftskrieg sagen, sonst ist man ja ganz böse und auf der Seite Putins. Also das ist ja die Situation, die wir in diesem Land haben. Die zentralen Probleme werden nicht mehr diskutiert und diejenigen, die sie ansprechen, werden mundtot gemacht. Irgendwann landet das bei der Bücherverbrennung und das sollten ja doch zumindest die Älteren unter uns nicht vergessen haben und sie sollten es immer wieder weitergeben an die Jüngeren. Und deshalb ist das Bemühen, diese Meinungsvielfalt doch aufrechtzuerhalten und immer wieder zu verteidigen, eines der wesentlichen Bemühen für die Demokratie. Die Nachdenkseiten sind gegründet worden, um Gegenöffentlichkeit herzustellen. Sie sind gegründet worden, als damals die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft von den Unternehmern ins Leben gerufen worden ist, um ihre Interessen durchzusetzen. Es reden ja heute viele über Demokratie. Immer wieder wird viel über Demokratie geredet und manchmal hätte ich die Lust, diejenigen, die so reden, zu fragen, was ist das eigentlich, Demokratie? Erkläre mal, was du unter Demokratie verstehst. Oft ist es dann die Antwort, ja, es gibt Wahlen, wenn Wahlen sind und man kann jemanden wählen, dann ist das ja schon demokratisch, also alle 4 Jahre oder 5 Jahre Veranstaltung für die Demokratie, aber das ist ein bisschen wenig, denn Wahlen werden ja überall so abgehalten, was dann dabei rauskommt, ist was anderes. Ich halte die alte griechische Definition, die auf Thukydides zurückgeht, er legte Perikles diese Definition in den Mund, es hieß damals, er definiert, und das ist entscheidend, Demokratie vom Ergebnis her, nicht von der Form, vom Ergebnis her. Er nannte Demokratie eine Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Und wenn wir heute uns die Frage stellen, leben wir in einer Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen, dann können wir allein schon von der Einkommensverteilung und von der Vermögensverteilung diese Frage nicht bejahen. Und solange diese Frage nicht bejahbar ist, dass wir eine gerechtere Einkommens- und Vermögensverteilung haben, dass die große Mehrheit des Volkes nun wirklich auch im Wohlstand lebt, solange haben wir keine demokratische Gesellschaft und solange müssen wir immer wieder jeden Tag für eine demokratische Gesellschaft kämpfen. Denn wenn die Bevölkerung sagt, Geld regiert die Welt, dann würde das heute als Verschwörungstheorie diffamiert werden, nicht? Das ist ja wirklich eine richtige Verschwörungstheorie zu glauben. Genau, das haben wir ja gerade bei Markus Linden gesehen. Also den Nachdenkseiten, dem wird ja auch, ja, einfach nur, weil sie kritische Fragen stellen, vorgeworfen, sie würden Verschwörungstheorien verbreiten. Und selbst solche allgemeinen Wahrheiten im Kapitalismus wie Geld regiert die Welt, boah, die sind jetzt schon Verschwörungstheorien. Also, ja, Lafontaine, es ist sicherlich etwas zugespitzt, aber er beschreibt hier ziemlich gut, wie sich der Diskurs in Deutschland absolut ja, jenseits der Realität bewegt mittlerweile. Wir glauben, Geld regiere die Welt. Dabei hat einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schon vor vielen, vielen Jahren einmal gesagt, Paul Sethe, Pressefreiheit ist in unserem Lande das Recht von 200 Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Das heißt, er hat darauf hingewiesen, dass diejenigen, die eben das Geld haben, die Vermögen haben, dass sie auch in der Lage sind, ihre Meinung in der Bevölkerung zu verbreiten und durchzusetzen. Und das ist ja heute nicht weniger geworden, wenn wir an die Zeiten denken, in denen Paul Sethe lebte nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin im Vergleich zum Video sehr laut. Die Demokratie, die Bundesrepublik aufgebaut. So, Chat, das müsst ihr mir natürlich früher schreiben. Ist es jetzt besser? Ist es jetzt besser? Ich habe das Mikrofon etwas weiter weggestellt. Worden ist und das mit heute vergleichen, dann haben wir ja Konzentrationsprozesse, die enorm sind und im Grunde genommen ist das eine der Ursachen. Was?
Michael Jordan oder Michael Jordan schreibt gerade, naja, irgendein Ex-AfDler hat über Finanzeliten gesprochen und deswegen wurde die AfD jetzt als rechtsextrem eingestuft vom Verfassungsschutz in Sachsen. So ein, warte, warte. Du legst mich doch jetzt rein. Das kann doch nicht sein. Also man kann doch nicht einfach. Sorry, den Fall will ich jetzt googeln. Wir reagieren gleich auf Lafontaine weiter. So, erwiesenermaßen rechtsextrem. Jetzt, warte, 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 warte. Googeln wir mal explizit nach diesem Wort. Alles ablehnen. Die Taz kriegt meine Daten nicht. Googeln wir mal explizit nach diesem Wort auf Seite suchen. Es kann doch nicht. Also, ich hatte mir nicht genau angeguckt, weswegen die AfD jetzt rechtsextrem eingestuft wird. Okay, ich finde hier leider nichts. Schade. Ihr müsst mir schon, also ihr müsst schon Sachen in den Chat schreiben, die stimmen. Also wenn ich hier sinnlos danach suche, dann ja, ihr, schon wieder nichts. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, also, welches Genie hat das gerade in den Chat geschrieben? Jetzt habe ich eine Stelle in dem Video, wo ich nach was gesucht habe, was ich nicht gefunden habe. Guck mal in das Schreiben zu der Begründung. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo findet man das? Wo findet man dieses Schreiben zur Begründung? So. Müsste man doch irgendwo. Ich habe hier ja drei. Die werden doch hier irgendwo. Toll. Also, wie gesagt, das ist ein bisschen blöd, wenn ihr hier so eine einzelne Nachricht im Chat schreibt. Ich glaube, Clownswelt hat ein Video darüber gemacht. Ach so, oh Gott, da müssen wir jetzt ein ganzes Video ansehen. Das ist etwas lang. Ja, tut mir leid. Also, nächstes, wenn ihr sowas hier schreibt, also das wäre ja natürlich krass, wenn das stimmen würde, was du hier gerade im Chat schreibst, dann. Wenn das wirklich stimmen würde, medienservice-sachsen.de, Medien-News. Hier ist es, hier ist noch was. Gott, jetzt muss ich irgendwie an diesen Link rankommen, hier auf dem Computer, den mir da gerade einer in den Chat geschrieben hat. Was steht da? www.medienservice-sachsen.de. Alle, die hier gerade auf YouTube drauf reagieren, die können wahrscheinlich 10 Minuten weiterspulen, dann werden sie wieder dieser Reaktion auf Lafontaine weitergucken können. Aber das ist jetzt nämlich wirklich interessant. Medienservice.sachsen.de Schrägstrich Mediennews. News, Schrägstrich, 107, 1656, so. Medienservice Sachsen, so. Gucken wir jetzt mal nach der Begründung, die wir eben schon gesucht hatten. Auf Seite suchen. Verdammt! Ihr seid nicht nützlich. Ihr seid nicht nutzbringend. Also ganz ehrlich, so das hier ist eine. Das, ach so, das ist eine PDF vom Verfassungsschutz. Oh Gott, jetzt muss ich da noch eine PDF finden. Gott, findet man die hier irgendwo auf der Seite? Also das ist ja jetzt. Oh Gott, nee, nee. Also Leute. Müsst schon klarer sagen, worauf ihr euch bezieht. Das ist jetzt blöd, dass ich hier noch was gegoogelt habe, was ich, also dann, ihr müsst schon klar sagen, was ihr meint. Also da, oder
Irgendwas, einfach PDF als Suchbegriff. Oh nee, das wird mir jetzt zu langwierig. Also dafür habe ich den Stream jetzt schon lang genug unterbrochen. Also ehrlich, da hättet ihr ein bisschen was Handfesteres ansteppen müssen. Für die Situation, die wir heute haben, dass die Gesellschaft immer mehr vermachtet ist, dass das Geld immer mehr die Welt regiert und dass es daher unbedingt notwendig ist, dass wir alternative Medien haben, die sich gegen diesen Einheitsbrei zur Wehr setzen. Wiederum eine wirkliche Begründung für die Nachdenkseiten. Und wenn ich schon Paul Sethe zitiert habe als einen der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, so möchte ich jetzt Frank Schirrmacher zitieren und sagen, sein Wort gilt nach wie vor. Er hat die Nachdenkseiten einmal als unverzichtbar bezeichnet. Und deswegen, ja, wir sind heute hier, um eine unverzichtbare Institution unserer deutschen Medienöffentlichkeit zu feiern und zu würdigen. So. Habemus. Habemus. Wir haben es tatsächlich gefunden. Wir haben es tatsächlich gefunden. Halleluja. Warum die AfD, also hat sich doch gelohnt, das zu suchen, denn es scheint so ein antideutscher Take zu sein, wie ich gerade sehe. Also jetzt hört gut zu. Warum die AfD in Sachsen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Schließlich bedient sich die AfD, also das ist jetzt hier von der sächsischen Landesregierung. Das ist jetzt hier, ja, der sächsische Mediendienst. Und das vom Landesamt für Verfassungsschutz ist das, was hier gerade rausgegeben wird. Also auf der Ebene bewegen wir uns hier. Hier kommen solche Begründungen. Schließlich bedient sich der AfD-Landesverband gängiger antisemitischer, zumeist verschwörungsideologischer Positionen, die regelmäßig auch von Rechtsextremisten und Reichsbürgern verwendet werden. Also jetzt schauen wir mal. Die AfD gesagt, dass, keine Ahnung, Synagogen aus Deutschland ja verschwinden sollen oder dass wir Juden aus Deutschland ausweisen sollen oder dass wir Juden diskriminieren sollen. Hat sie irgendwas in diese Richtung gesagt? Schauen wir uns das jetzt mal an. Antisemitismus wird von führenden Vertretern des AfD-Landesverbandes nicht indirekt geäußert, sondern durch sogenannte, nicht direkt geäußert, sondern durch sogenannte Codes und Chiffren verschlüsselt, die berühmten Dogmasets. Zum Beispiel über die internationale Finanzelite. Also, wenn ihr davon redet, dass es international, eine internationale Elite gibt, die im Finanzsektor Geld verdient, also, ja, quasi Banker. Also, wenn ihr davon redet, dass es so etwas wie Banker oder wie Hedgefondsmanager gibt, wenn ihr die Existenz von solchen Leuten zugebt, dann seid ihr leider Antisemiten. Das hat euch gerade der ist gerade von höchster Dienststelle aus dem Land Sachsen bestätigt. So sprach der AfD-Landesvorsitzende Jörg Urban in diesem Zusammenhang wiederholt von hohen angebenden Globalisten in der Politik, Medien und Gott. Und bediente sich damit das verschwörungstheoretische und antisemitische Narrativ einer vermeintlich mächtigen und im Hintergrund agierenden Gruppe, welche die Weltpolitik bestimme, den Nationalstaat abschaffen wolle und gleichzeitig Migration und Kriege förderte, führt der LfV-Präsident aus. Gibt es die Montpellier Society hier nicht? Gibt es das WEF nicht? Also gibt es diese ganzen Institutionen nicht, die ich eindeutig jetzt globalistisch beschreiben würde, die eindeutig ja Visionen haben, die auf eine Schwächung von Nationalstaaten hinauslaufen und letztlich auch auf eine Schwächung der Demokratie. Und ja, Kriege befördern, da müsste man vor allem über die Rüstungsindustrie reden und weniger über diese globalistische Ideologie wahrscheinlich. Aber dass Globalismus etwas ist, was wir als Demokraten bekämpfen sollten, das ist doch eigentlich selbstverständlich. Globalismus meint eine neoliberale, ja, westliche Ideologie, die auf absoluten Freihandel, auf absolute kulturelle Konvergenz der ganzen Welt setzt. Also kulturell ist sie sehr eng mit diesem Wokismus verbunden, den wir hier im Westen sehen, und wirtschaftspolitisch sehr eng mit dem Neoliberalismus und dem Freihandel. Also das ist grob gesagt. Ja, da schreibt gerade einer im Chat, das ist ziemlich dünn, in welcher Welt ist Kritik an der Finanzelite antisemitisch? Also, wenn du morgen früh sagst, ich mag die Grünen nicht, dann bist du wahrscheinlich Reichsbürger, Antisemit und Verschwörungstheoretiker. So arbeiten diese Leute. Sie haben keine Belege. So hat auch Schuyoka gearbeitet. Ihr merkt, dieses Thema zieht sich heute durch den ganzen Stream, und ich bin jetzt froh, dass ich die Stelle hier doch gefunden habe, aber ihr merkt, das Thema zieht sich durch den ganzen Stream.
Sowohl Linke als auch Rechte werden Opfer dieser bösartigen, ja, Verleumdungskultur. Das ist wirklich schrecklich. Und ja, der Verfassungsschutz arbeitet natürlich auch so, was kein Wunder ist, da der Verfassungsschutz eine weisungsgebundene Behörde ist, die dem sächsischen Innenministerium unterstellt. Also, ja, ihr merkt, der Verfassungsschutz in Sachsen wird von Antideutschen kontrolliert. Also das ist ein antideutscher Take, das hat nichts mit der Realität zu tun. Das ist bösartige Verleumdung. Was soll man dazu sagen? Es ist Verleumdung. Also die AfD wird hier ganz bösartig angegriffen von der Regierung und da müssen wir natürlich sagen, sowas geht nicht. Der Verfassungsschutz, der sollte abgeschafft werden. Diese Behörde wird von der Regierung dazu missbraucht. Also ihr seht die Begründung, das ist ja absurd. Mit solchen üblen Methoden die Opposition als Rechtsextremismus zu diffamieren, weil diese Opposition es wagt, Finanzkonzerne und Globalisten zu kritisieren. Also wisst ihr, wenn ihr was gegen den Globalismus oder gegen Finanzspekulanten habt, ja, dann seid ihr leider Antisemiten und Rechtsextreme. Also so ist das halt, so ist das halt. Ihr müsst diese Hetze sich darüber auch keiner aufregt. Also eigentlich würde ich erwarten, dass alle Medien, die halbwegs zur Demokratie stehen, sich darüber aufregen. Ich hatte mir, wie gesagt, die Einstufung noch nicht angesehen, aber das ist ja wirklich absurd. Das hat ja wirklich gar nichts mit der Realität zu tun. Also keine Ahnung, was sie sonst noch so geschrieben haben, ob das jetzt ob das valid ist oder nicht. Also wenn ich mir diesen Punkt schon angucke, dann scheint das ziemlicher Schwachsinn zu sein. So ist gerade das politische Klima in diesem Land. Was soll man dazu noch sagen? Es gab natürlich auch immer Kritik an den Nachdenkseiten. Es gibt sie immer wieder. Albrecht Müller ist schon darauf eingegangen. Unter anderem gehörte zu Ihnen Jakob Augstein, der eben auch einmal Kritik geübt hat an den Nachdenkseiten, von Vorurteilen sprach, festgefügten Vorurteilen. Aber etwas später schrieb er dann, sie sei doch das linke Gewissen der deutschen Publizistik. Auch ein Titel, den man eben erwähnen kann, wenn man über Nachdenkseiten spricht. Aber natürlich hat dann das linke Gewissen der deutschen Publizistik sich auch Gegnerschaften eingehandelt. Und eine der Gegnerinnen ist dann die Taz, die ein Jahr mal auch ein alternatives Medium war, auch einmal als Gegenöffentlichkeit aufgebaut worden ist. Und wo ist diese Taz gelandet? Wird nur ja niemals so wie die Taz, muss ich sagen, an die Adresse der Nachdenkseiten gerichtet. Sie hat nämlich schon 2017 entdeckt, dass die Nachdenkseiten Putin-Freunde sind. Welch ein Vergehen, Putin-Freund. Und noch dümmer ist ja das Wort. Ihr habt es gerade gehört, Herr Markus Linden, wer Frieden mit Russland fordert, der ist auf der Seite des russischen Totalitarismus und Putin-treu. Also ja, dieser Argumentation hetzt der Mainstream halt gegen jeden, der nicht die unipolare Weltordnung verteidigt. So ist es schlicht und ergreifend. Wer die amerikanische Hegemonie kritisiert, wer sagt, Moment mal, wir Europäer hätten leicht andere Interessen als die Amerikaner, also die Amerikaner interessiert es nicht, wenn da ein Land in Europa vollständig verwüstet wird und seine Jugend an der Front verheizen muss, die machen höchstens gute Geschäfte in der Rüstungsindustrie, aber wir Europäer, wir leiden stark unter den hohen Energiepreisen, unter den Flüchtlingen, die hier nach Europa kommen und die Ukraine, die leidet ja am meisten unter dem Krieg, der da herrscht. Wir haben da leicht andere Interessen, wenn du das sagst, ja, dann bist du leider ein Putin-Freund. Du darfst nicht die europäische Politik gegenüber den USA kritisieren. Da fragt gerade einer im Chat, was ich studiere, Politik VWL. Putin verstehe, ich muss immer wieder sagen, diejenigen, die heute glauben, auf der richtigen Seite der Meinung zu stehen, benutzen Wörter, die sie irgendwie als Nicht-Nachdenkende entlarven. Denn würden sie nachdenken, dann würden sie ja zu dem Ergebnis kommen, wir bräuchten heute in Zeiten des Krieges Leute, die Putin verstehen. Denn wenn man ihn nicht versteht, kann man nicht mit ihm verhandeln und nicht mit ihm zu einem Ergebnis kommen, das zum Frieden führt. Verstehen ist Voraussetzung für den Frieden, nämlich Verstehen der anderen Seite. Und wer das nicht kapiert, entlarvt sich schon als Nicht-Nachdenkender, wenn er mit solchen Vokabeln hausieren geht und den Gegner zu diffamieren versucht. Ja, 100%. Also ich hatte ja schon vorhin vom Fall Heinrich Bücker erzählt, der wurde erstinstanzlich sogar verurteilt, einfach nur, weil er gesagt hat, man solle sich mal in die russische Perspektive versetzen. Also
Ja, so sind die Zustände in Deutschland. Der wurde dann in der nächsten Instanz freigesprochen, aber es ist absolut katastrophal, wenn man einfach nur versucht, den anderen zu verstehen. Dann wird man mittlerweile in Deutschland strafrechtlich verurteilt, weil man dann angeblich den Angriffskrieg legitimieren würde. Also da, ja, so sind die Zustände in diesem Land. Ich habe dann auch diese. Weizengourmet schreibt gerade, die Voraussetzung für den Frieden wird gezielt angegriffen. Exakt das ist es, was hier passiert. Die Leute, die uns regieren, wollen keinen Frieden, diese Leute wollen Krieg. Einen netten Aufsatz eines Herrn Linden gelesen in. Den haben wir auch gerade gelesen. Das passt ja gut. Der Zeit Online. Und da möchte ich sagen, ich bin dafür, auch die Argumente eines anderen immer zu sehen. Zu hören, vielleicht hat er ja etwas Richtiges gesehen, man muss die eigene Meinung überprüfen. Aber wenn er mit dem Vorwurf eben der Verschwörungstheorie oder was weiß ich hausiert, dann sollte er sich selbst hinterfragen. Und Albrecht hat es ja angesprochen. Wer für dieses merkwürdige Projekt der liberalen, Moderne, also dieser beiden grünen Politiker, arbeitet, die staatlich finanziert werden, mit dem Auftrag, eine kritische Gegenöffentlichkeit zu untersuchen und Marie-Louise Beck und Ralf Füchs heißen die beiden, wer sie nicht kennt. Das sind zwei Grünen-Politiker und ja, Lafontaine wird jetzt wahrscheinlich erklären, was die noch so genau machen. Ich hatte es auf diesem Kanal auch schon häufiger erklärt. die dann letztendlich dabei landen, eine kritische Gegenöffentlichkeit zu diffamieren, zu diskreditieren, der sollte sich selbst hinterfragen, ist ein Kennzeichen von nicht-demokratischen Gesellschaften, ihre Propagandisten zu finanzieren. Das sollte sich also dieser Herr dann hinter die Ohren schreiben und sich selbst kritisch hinterfragen. Ja, und dann wird dann auch noch angeführt, und damit möchte ich dann meine Betrachtung dieser Mediensituation auch beenden, dass es hier einige gibt, die bei RT gearbeitet haben. Zum Beispiel der vorhin gefeierte Florian Warwick, dass er schon mal bei RT gearbeitet hat. Ja, was ist das eigentlich für ein Kennzeichen einer Gesellschaft, dass sie eben das Medium eines Staates, der für uns wichtig ist, für den Frieden in der Welt? Ja, Frankfurt bringt da bestimmt noch gleich einen guten Punkt, aber ich glaube, wir sollten hier mal grundsätzlicher drauf schauen. Gucken wir uns beispielsweise mal Springer an. Ist jetzt jeder, der einmal in seinem Leben bei Springer gearbeitet hat, ein amerikanischer Propagandajournalist? Also würden wir den jetzt unter amerikanische Hedgefonds-Propaganda packen, weil Springer, weil Springer der größte Aktionär, der die amerikanische Heuschrecke KKR ist. Also müssten wir jetzt auch jeden canceln, der einmal bei irgendeinem Medium von Springer gearbeitet hat. Natürlich nicht. Also ein Reik Anders, der wurde ja nicht gecancelt, sondern der wurde von Funk mit Kusshand genommen, obwohl er danach sich noch viele andere Fehltritte erlaubt hat, obwohl er vorher bei der Bild gearbeitet hat, also einem der schlimmsten Hetzmedien von Springer. Also ja, bei transatlantischen Medien, da würden niemals solche Maßstäbe angelegt. Und mal abgesehen davon, dass die Bundesregierung selbst genug Propaganda finanziert, von denen er gerade kritisiert hat, mal abgesehen davon gibt es so viele Medien in Deutschland, die in ausländischer Hand sind. Und wenn wir jetzt jeden Journalisten, der da einmal gearbeitet hat, gleich canceln, also kommen wir in eine ganz ungute Kultur. Also es geht hier wirklich um die Position, die Warwick vertritt. Wenn Warwick hier jetzt einen auf Aussteiger gemacht hätte und sagen würde, nein, ich bin jetzt doch auf der Seite des Mainstream, wenn er das sagen würde, dann würde er sofort genommen werden und man würde ja ihn positiv darstellen. Seht her, er ist wieder der richtigen Meinung. Das Problem an Florian Warwick ist nicht, dass er bei RT gearbeitet hat, sondern dass er ja kritische Positionen vertritt. Das ist übrigens, ja, absolut freundlicher Journalist. Ich hatte ihn bei mir auch schon im Interview. Ist wirklich schlimm, wie ihm da mitgespielt wurde bei der, ja, dass er nicht in die BPK gekommen ist. Also er saß da ja schon mal drin und für die Nachdenkseiten wollte er noch mal rein und dann haben die ihn wirklich mit allen juristischen Tricks versucht rauszuhalten. Es ist zum Glück gescheitert, aber ja, das ist, ja, es ist schlimm, was in diesem Land gerade passiert. Wichtig ist für die Durchsetzung vieler wichtiger Interessen bis hin eben zum globalen Umweltschutz, wichtig ist, dass man dann dieses Medium diffamiert, okay, das geht ja noch, aber dass man es verbietet, das ist einer demokratischen Gesellschaft unwürdig, um das mal deutlich zu machen, einer demokratischen Gesellschaft unwürdig. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir uns immer wieder um die kritische Öffentlichkeit bemühen. Und es ist ja nicht nur eine Meinung, die wir hier haben, die wir uns versammelt haben.
wenn wir weltweit beobachten, was geschieht, ich denke an den Appell eben vieler Intellektueller in den Vereinigten Staaten, die bekanntesten Namen sind Noam Chomsky beispielsweise, der Appell ist ja bekannt, Rushdie war auch dabei und andere, dann ist doch etwas in Gange, was uns nachdenklich stimmen muss, nämlich, dass wir eine zunehmende Vermachtung der Gesellschaft haben. Und dass gerade diejenigen, die eben diese Vermachtung erkannt haben und versuchen, dieser Vermachtung sich entgegenzustellen, dass sie diffamiert werden als Verschwörungstheoretiker und so weiter. Es ist keine Verschwörungstheorie. Ich sage es noch einmal, wenn die Mächtigen dieser Welt mit allen Mitteln versuchen, ihre Meinung durchzusetzen und alle diejenigen zu diskreditieren, die dieser Meinung entgegenstellen. Und das gilt insbesondere für all diejenigen, die am Kriege verdienen. Das war schon immer in der Geschichte so und es ist heute auch noch so, dass sie mit Lügenmärchen versuchen, die Welt in die Irre zu führen. Ja, das ist zum einen die Rüstungsindustrie und noch wichtiger Geostrategen. Also was da in der Ukraine ausgefochten wird, das ist ja der Kampf um die Erhaltung der unipolaren Weltordnung. Russland zweifelt das Monopol des Westens auf Angriffskriege an, deswegen wird Russland aktuell so bekämpft, wie es halt gerade bekämpft wird. Und ja, auf dem Schlachtfeld herrscht gerade noch ein Patt. Wie lange sich das hält, wird sich zeigen. Aber im wirtschaftlichen Bereich hat Russland da schon gewonnen. Und deswegen müssen jetzt innenpolitisch natürlich die Zügel angezogen werden. Der Teil ihres außenpolitischen Imperiums, das die USA sich erhalten haben, vor allem die NATO-Staaten, einige Länder in Ostasien wie Japan, Südkorea, Singapur, das muss jetzt zusammengehalten werden. Und deswegen wird die Opposition in solchen Ländern jetzt noch härter an die Kandare genommen, als es ohnehin schon passiert. Und wir haben gerade. Da spricht jemand gerade den Kanal Infrarot an. Das Kanal, den schaue ich mir nicht so häufig an, aber die hatten da einige interessante Videos. Also Infrarot, guckt euch den Kanal am besten selber an und bewertet selber, was ihr davon haltet. Wie gesagt, einiges hatte ich da schon gesehen. Ich glaube, die hatten auch Dirk Pohlmann zu Gast. Das war ein wirklich gutes Interview, aber ja, viel mehr habe ich von denen auch nicht gesehen. Gerade in den letzten Jahren, viele Menschen haben in den letzten Jahren erlebt, an drei Themen, die ich nur kurz beleuchten will, dass sich eben in der Meinungsbildung der Gesellschaft, in den Informationen, die wir erhalten können, einiges grundlegend verändert hat. Die drei Themen sind nun einmal Corona, der Krieg der USA gegen Russland in der Ukraine, Ukraine-Krieg genannt, und dann... LaFontaine, ich habe es ja gesagt, ich wundere mich, dass der nicht gecancelt wurde. Ich wundere mich echt, dass der bei Maischberger auftreten darf und dann auf der anderen Seite bei den Nachdenkseiten spricht und das Gespräch mit Daniele Ganser organisiert. Also ich meine, es ist gut. Die Cancel Culture, die kannst du halt letztlich am besten aus der Position kämpfen, wenn du noch mit beiden Seiten redest. Also wenn du noch vom Mainstream eingeladen wirst und dann gleichzeitig sagst, ich pfeife darauf, wen der Mainstream jetzt nicht mag. Also das ist absolut richtig, wie LaFontaine das macht. Ich wundere mich nur. Also wenn LaFontaine so weitermacht, also ist ja auch schon alt, ist ordentlich unterwegs, aber wenn er so weitermacht, dann wird er bestimmt bald gecancelt. Also der ist ja wirklich, der ist überall unterwegs. Und eben jetzt die Schreibt gerade eine, Oscar müsste Kanzler sein. Ja, wäre besser gewesen, wenn LaFontaine Kanzler geworden wäre, wenn wir Kohl und Schröder bekommen hätten. Ja, LaFontaine, Bundespräsident könnte er ja vielleicht noch werden. Also, man wird ja wohl nochmal träumen dürfen. Die Tragödie im Gazastreifen. Bei diesen drei Themen kann man sehen, und da kann man richtig erläutern, wie eben unsere Informationsstrukturen nicht mehr stimmen. Ich beginne mal mit der Corona-Pandemie. Die ist nun tatsächlich ein Schlüsselerlebnis. Für mich war es ein Schlüsselerlebnis, denn das habe ich in dieser Form in den letzten Jahrzehnten noch nicht erlebt. Es war so, dass wir alle am Anfang nicht richtig wussten, was das eigentlich war. Ich selber war verunsichert, wusste nicht, was ist denn jetzt richtig, was ist falsch. Ich gehörte dann auch zu denen, die sich impfen ließen. Meine Frau hat sich nicht impfen gelassen, ich habe mich impfen gelassen, weil ich auch zur Risikogruppe gehörte. Und man hat ja irgendwie Angst, es könnte irgendwie schneller zu Ende zu sein, als man sich wünscht. Also ist man dann angstgetrieben und lässt sich dann impfen. Man wusste ja nicht, was ist richtig, was ist falsch.
Aber ich habe mich genauso dann wie viele andere bemüht, doch schnell immer wieder zu lesen, zu lernen, was ist denn herausgekommen, was hat man denn erfahren, was sind denn neue Erfahrungen. Und dann auf einmal stellte sich zunehmend raus, dass alle Kernthesen derjenigen, die eben die Pandemie gesteuert haben, falsch waren. Die erste Kernthese war... Die erste Kernthese war, dass diese Impfung vor Wiederansteckung oder vor Ansteckung schützt. Ich weiß noch, wie also dann die Impfhersteller das in die Welt gesetzt haben. Und natürlich habe ich mich gefragt, ja, wieso sind die da so sicher? Aber gut, sie werden Experimente gemacht haben, obwohl ich angesichts der Zeitdauer unsicher war. Früher hieß es so, man muss mehrere Jahre einen Impfstoff prüfen, um dann sagen zu können, ob er wirkt oder nicht wirkt, ob er gut wirkt oder nicht gut wirkt und so weiter. Die zweite Kernthese, und die hat ja unser Gesellschaftsleben bestimmt, war die, diese Impfung schützt davor, andere anzustecken. Und von dieser Kernthese wurde ja abgeleitet, dass man diejenigen, die sich nicht impfen ließen, dass man sie verfolgt hat, geradezu diskriminiert hat, dass man einen Zwang einführen wollte, die Impfpflicht einführen wollte, was weiß ich auch alles. Das war die schlimmste Kernthese, falsche Kernthese, die verbreitet wurde. Und das Schlimme ist, die tun heute noch so, als wenn sie wahr wäre. Und dann ist die grobe Unwahrheit gewesen. Es ist alles widerlegt. Und die dritte These war dann, dass die Impfung nicht gravierenden Nebenwirkungen verbunden ist. Das hat ja insbesondere Lauterbach immer wieder vertreten. Nun muss ich eines sagen, wenn ein Mediziner sich ins Fernsehen setzt und sagt, es gibt praktisch keine Nebenwirkungen bei einem Impfstoff, der noch überhaupt nicht erprobt ist, dann hat dieser Mediziner oder erweckt er den Eindruck, als hätte er im ersten Semester schon gepennt und sein ganzes Studium übergepennt. Ich muss das einmal sagen. Und es ist ein wirklicher Skandal, dass dieser Mann noch im Amt ist. Das ist es. Das ist so ein Beweis dafür, ich vergleiche das jetzt mit früheren Jahren unserer Republik, wir überblicken ja, oder einige von uns überblicken ja diese Jahrzehnte, dass etwas sich zum Negativen verändert hat. Früher sind Leute zurückgetreten, wenn ihre Sekretärin für einen Auslandsdienst spioniert hat. Ja, das war so. Sie haben die Verantwortung dafür übernommen, dass sie eben nicht aufgepasst haben und dass sie nicht genügend Sorgfalt walten ließen. Wer hätte das mal nicht gemacht? Also, ja, heutzutage würde deswegen keiner mehr zurücktreten, aber Willy Brandt war wirklich ein guter Kanzler. Wäre wahrscheinlich besser, wenn er nicht zurückgetreten wäre. Jetzt treten Leute nicht zurück, die mitverantwortlich dafür sind, dass unsere Jugend geschädigt worden ist, wegen falscher Maßnahmen, aufgrund falscher Theorien. Aber das ist ihnen alles gleichgültig. Oder Leute, die am größten Steuerraub der deutschen Geschichte beteiligt waren, mutmaßlich beteiligt waren, mutmaßlich, und dann Untersuchungsausschüsse anlügen. Also, ja, solche Leute treten bei uns natürlich auch nicht zurück. Und wir wissen immer noch nicht das Ausmaß eben der gesundheitlichen Schäden, die hervorgerufen worden sind durch diese Impfung. Ja, aber Jens Spahn hat es für eine Villa gereicht. Impfung. Wir wissen nur, dass eine ganze Reihe von Schäden hervorgerufen worden sind. Das ist bereits durch das Experiment bewiesen. Darüber muss nicht mehr diskutiert werden. Aber genau dieser Punkt ist für mich wichtig. Es werden keine Konsequenzen mehr gezogen. Es ist nicht nur da, kommen wir auf andere Beispiele. Und dann kommt in diesem Punkt auch die Rolle und die fatale Rolle unserer Medien. Es war ein richtiger Einheitsbrei mit dem Ziel, die gesamte Gesellschaft hin auf die Impfung zu orientieren. Und die Medien haben völlig versagt. Es wäre ihre... Ja, oder Kapinski, du meinst wahrscheinlich Andi Scheuer. Ja, also dass in Deutschland Politiker für die Verschwendung von Staatsgeldern belangt werden. Also das, die Hoffnung habe ich ja mittlerweile komplett aufgegeben. Also das ist ja nicht mal illegal, das ist ja einfach Inkompetenz. Bei uns kommen Leute in Positionen, die dafür einfach nicht qualifiziert sind und die verschleudern dann, um ihrer Partei gut zu gefallen, um persönlich aufzusteigen. Ja, Milliarden Euro an Geld, die man sinnvoller hätte ausgeben können. Was soll man dazu noch sagen?
Pflicht gewesen. Ist klar, wenn ich sage, die Medien, dann weiß ich natürlich immer, dass eine Minderheit anders gearbeitet hat. Ich rede jetzt auch von der großen Mehrheit. Ich rede auch von den Öffentlich-Rechtlichen. Es wäre ihre Pflicht gewesen, die alternativen Meinungen zur Geltung zu bringen, denn sie konnten doch sehr früh erkennen, dass alles, was behauptet worden ist, Schritt für Schritt widerlegt worden ist, zumindest nicht sicher war. Und insofern haben sie nach meiner Auffassung völlig versagt. Und es spricht nicht für sie, von einzelnen Ausnahmen wieder abgesehen, dass sie nicht in der Lage sind zu sagen, mea culpa, mea maxima culpa, dass sie nicht in der Lage sind zu sagen, wir haben uns geirrt, wir entschuldigen uns dafür. Das wäre das Mindeste, was man von den Leitmedien erwarten dürfte. Für mich war die Corona-Pandemie wirklich ein sehr, sehr negatives Erlebnis. Und ich nehme an, für die große Mehrheit hier auch. Weil wir erfahren mussten, auf welch unsicheren... Ja, absolut. Uff Schwede schreibt gerade im Chat, Lafontaine hat gesagt, die Wiedervereinigung wird nicht ohne Steuerung zu machen sein. Nicht nur das, Lafontaine hat auch gesagt, der Osten wird auf Jahrzehnte von Transferleistungen aus dem Westen abhängig sein. Und damit hatte er recht. Also die ganze Katastrophe in Ostdeutschland, die ist ja damit gekommen, dass man da viel zu schnell die Betriebe privatisiert hat. Du kannst nicht Betriebe, die nicht auf Wettbewerb getrimmt sind, die nicht mit den westlichen Betrieben konkurrieren können, die kannst du nicht von heute auf morgen privatisieren. Dann gehen die pleite und die Konkursmasse, die wird geschluckt. Also ja, das hat man ja dann gesehen. Das heißt, du zerstörst die Wirtschaft und machst die Gebiete dann noch abhängiger von Transfers. Und Lafontaine hat all das natürlich damals schon 1990 schon gesehen. Und wenn du ökonomisch ein bisschen Ahnung hast, dann ist dir das auch klar. Das ist eine Wirtschaft, die nicht auf kapitalistischen Wettbewerb, nicht auf Konkurrenz zum Weltmarkt getrimmt ist, dass du die nicht einfach so, ja, in wenigen Monaten umstülpen kannst. Boden. Unsere Zivilgesellschaft steht. Ich hatte manchmal und habe das auch gesagt, den Eindruck, auf dem Höhepunkt der Angstmacherei und der Kampagne, wenn jetzt im Bundestag ein Antrag gestellt wird, alle Ungeimpften auf eine unbewohnte Insel zu verfrachten, der hätte vielleicht die Chance auf eine Mehrheit gehabt. Michael Jordan schreibt gerade sogar, oder Michael Jordan, die positiven Eigenschaften der DDR wurden nicht übernommen und da gab es Bereiche, in denen die DDR der BRD voraus war. Ja, das kann tatsächlich sein. Zumal es war ja eine einseitige Übernahme. Also man wollte ja gar keine Wiedervereinigung auf Augenhöhe. Da hätte die letzte Wahl in der DDR wahrscheinlich anders ausgehen müssen. Und auch die Bundestagswahl 1990 nach der Wiedervereinigung. Der etwas hätte beide anders ausgehen müssen, damit es eine Wiedervereinigung auf Augenhöhe gegeben hätte. Da hätte man wahrscheinlich nicht den Kohl wählen dürfen. Und solange man solche Ängste mit Gründen haben muss, stimmt etwas nicht in unserer Gesellschaft. Und deswegen müssen wir immer wieder von Neuem versuchen, die Fundamente unserer Gesellschaft zu begründen, unserer demokratischen Gesellschaft. Und dazu gehört Respekt vor der Meinung eines anderen. Ohne die kann eine demokratische Gesellschaft nicht funktionieren. Und damit komme ich eben zu dem zweiten Thema neben der Pandemie. Das war dann das Thema des sogenannten Ukraine-Krieges. Das habe ich in dieser Form auch noch nicht erlebt. Dass eine ganze Gesellschaft, die doch zumindest zur Hälfte erfahren hat, dass eben die Zeiten der Friedens- und Entspannungspolitik für ganz Europa gute Zeiten waren, dass sie plötzlich eben in diesem Ausmaß durch Manipulation, durch Meinungsmache umgedreht werden kann, sodass selbst diejenigen, die die andere Meinung lange Zeit für richtig gehalten haben, umgefallen sind und plötzlich eben das Gegenteil von dem vertreten haben, was sie vorher vertreten haben. Das galt ja bis hin in die Spitzen der Politik. Ich denke beispielsweise an unseren Bundespräsidenten, dem ich gerne Respekt bekunden würde, aber wenn ich weiß, dass er seiner ganzen Politik gegenüber dem Osten abgeschworen hat und in das Lied derer eingestimmt haben, die den Krieg befürworten, dann muss ich sagen, dann zweifle ich manchmal, ob man diesem Mann Respekt gegenüber aufbringen kann. Man muss zumindest... Musst
Man muss zumindest ihm vorwerfen, dass er für seine Umfallen keine irgendwie akzeptable Begründung geliefert hat. Und das geht selbst ein bisschen... Braucht man keine Begründung. Wenn das mediale Klima sich wandelt, dann muss man sogar umfallen. Wenn man standhaft bleibt, dann wird man weggecancelt. Selbst als Bundespräsident. Zur ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja auch umgefallen ist und sich plötzlich für ihre Politik entschuldigt hat, die ja richtig war. Für ihre Politik eben nicht nur gute Beziehungen zu der einen Supermacht zu haben, nämlich zu den USA, sondern auch gute Beziehungen eben zu Russland, einer ehemaligen und jetzt wiederkommenden Supermacht zu haben. Das war doch im Interesse der Bundesrepublik Deutschland, im Interesse Europas. Denn wenn ich schon Medienkritik geübt habe, dann sage ich mal, es ist doch ein Segen, dass es die alternativen Medien gibt, dass es das Internet gibt, wo man eben diese berühmte Rede des George Friedman hören kann in Chicago, wo er gesagt hat, es ist seit 100 Jahren unsere Politik, die Politik der Vereinigten Staaten, auch Kriege zu führen, um die Deutschen gegen die Russen aufzubringen, damit nicht deutsche Technik mit russischen Rohstoffen zusammenkommt. Ja, aus Sicht eben mal einer nur an Gewinnorientierung orientierten Gesellschaft ist das völlig logisch. Aber dann wäre es genauso logisch, dass wir sagen, dann ist es unser Interesse, dass wir alles dafür tun, dass deutsche Technik mit russischen Rohstoffen zusammenkommt. Das wäre das Simpelste, was man sich eigentlich klar machen muss. Also das hat tatsächlich nicht mal mit den USA begonnen, sondern es war schon ja offizielle britische Politik vor dem Ersten Weltkrieg, Russland und Deutschland gegeneinander aufzuhetzen. Und da war die Führung des Deutschen Kaiserreichs leider so, ja, so kurzsichtig und hat das mit sich machen lassen. Also es war schon, ja, vor dem Ersten Weltkrieg ein riesiger Fehler, kein strategisches Bündnis mit Russland zu suchen. Deswegen ist diese amerikanische Hegemonie über weite Teile Europas überhaupt erst möglich geworden. Also viele Katastrophen des 20. Jahrhunderts, die sind erst, also der Erste Weltkrieg wird ja häufig als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Schon damals war es die völlig falsche Russlandpolitik für Deutschland, die ja viele Katastrophen nach sich gezogen hat. Und selbst wenn man diese Einsicht nicht hat, liebe Freundinnen und Freunde, dann ist es so, dass einfach die Daten eindeutig hergeben. Der Industriestaat Deutschland kann ohne russische Rohstoffe sein Niveau nicht halten. Weil die Rohstoffe endlich sind, weil sie nicht beliebig verfügbar sind. Und schon die geringsten Verringerungen des Angebots der russischen Rohstoffe auf den Weltmärkten führten zu Preissteigerungen, die wir alle erlebt haben. Und jetzt sind wir in einer einmaligen Situation und darum ist... Es ist ja sogar noch schlimmer. Allein die Befürchtung, dass sich das Energieangebot verknappt, hat den Ölpreis zeitweise auf über $120 hochgetrieben. Über $120 das Fass. Also das hatten wir ja zeitweise, die Panik im Frühjahr 2020. Das war allein die Befürchtung einer Verknappung, die da nicht eingetreten ist. Russland verkauft das Öl jetzt bei, also Erdgas ist so vielleicht kurzfristig eingetreten, aber ja, auch da hat sich das langfristig, ja, wird es halt wesentlich teurer für uns Europäer. Ja, auch da wird man ja langfristig Ersatz finden oder ja. Das heißt, allein die Befürchtung, dass diese dass Russland weniger liefern könnte, hat die Weltmarktpreise schon nach oben getrieben und jetzt liefert Russland das Öl halt an andere Staaten und auch das Gas wird langfristig woanders hin geliefert werden. Die Lieferketten werden sich umswitchen. Vor allem beim Gas wird es für uns Europäer dadurch massiv teurer werden, aber zum Glück schafft Russland es, diesem Wirtschaftskrieg auszuweichen, sonst hätten wir weltweit rohstofftechnisch ganz andere Probleme, als wir sie gerade sehen. Frühjahr 2022, meine ich. Ist also das Wort von der dümmsten Regierung Europas vielleicht nicht so hart, dass wir die dümmste Regierung Europas haben. Wir beziehen nach wie vor russisches Öl, Gas und russische Rohstoffe nur viel teurer, indem sie zuerst nach Indien kommen müssen, nach Belgien oder sonst wohin und dann oder in die Türkei und dann nach Deutschland geliefert werden, nur viel teurer. Wie blöd muss man sein, um eine solche Politik zu machen? Ich sage ja, der freie Markt sorgt eben dafür, dass die Rohstoffe da ankommen, wo sie gebraucht werden. Das heißt, wenn hier in Deutschland ja Erdöl verbraucht wird,
und Russland eben die richtigen Mengen an Erdöl fördert, dann wird das Erdöl, was in Russland gefördert wird, auch zu seinem Ziel kommen. Und wenn es vorher nur durch zwei andere Länder durch muss, dann wird es ja teurer. Das ist das Ganze, was wir hier sehen. Man kann Rohstoffe, die auf so einem großen Markt gehandelt werden, gar nicht effektiv blockieren. Das hat schon bei kleinen Ländern wie dem Iran große Probleme verursacht, das effektiv zu machen. Und bei so einem riesigen Rohstoffexporteur wie Russland, da ist das wirklich ein Kennzeichen westlicher Hybris. Das, ja, allein der Versuch, dies zu tun. Wir haben doch erlebt, jetzt gerade in dem sogenannten Ukraine-Krieg, wie notwendig die sogenannten alternativen Medien sind. Denn nur dort waren die Argumente präsent, die man brauchte, um das ganze Spiel zu durchschauen. Ich habe George Friedman genannt. Noch toller, auch das kann man abrufen, war eine Rede eines Generals, der Mike Pence beraten hat, im entsprechenden Senatsausschuss. Er sagte, dieser General, es ist doch wirklich der Gipfel der Strategie, er meinte das positiv, dass wir unseren Rivalen Russland schädigen können, ohne einen einzigen US-Soldaten zu verlieren. Das muss man sich nur mal vorstellen. Das ist ja alles nachhörbar. Man kann sich das ansehen. Warum steht Nein, 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 nein. Wenn man das zitiert, dann ist man ein Verschwörungstheoretiker. Also man kann ja nicht einfach so US-Offizielle zitieren. Das geht ja nicht. das nicht in den sogenannten Medien, die doch verpflichtet sind, das Wichtige zur Urteilsbildung, zur Urteilsfindung auch zu liefern? Warum steht so etwas nicht da? Ja, ganz einfach. Wenn US-Offizielle nicht von Demokratie und Menschenrechten reden, dann meinen die das wahrscheinlich gar nicht ernst. Dann ist man ein Verschwörungstheoretiker, wenn man das zitiert und dann das auch noch ernst nimmt. Also sowas geht natürlich nicht. Ja. Denn dann würde man sich doch die Frage stellen, Moment mal, was passiert da eigentlich? Da sagt eine Weltmacht, die den Anspruch hat, die Welt zu beherrschen, die einzige Weltmacht zu bleiben, wir schädigen jetzt einen Rivalen und haben das so geschickt veranstaltet, dass wir keinen einzigen US-Soldaten verlieren. Wir verdienen ja noch gewaltig daran, denn gewaltige Lieferungen von Waffen aus den USA überschwemmen jetzt auch die europäischen Staaten. Die zahlen dann kräftig. Und deswegen sind die Gewinner dieser Veranstaltung, wenn man von Gewinnern überhaupt reden kann, diejenigen, die eben an diesem Krieg verdienen, in erster Linie die Vereinigten Staaten, die auch noch jetzt das Russengas durch ihr eigenes Fracking-Gas Zug um Zug ersetzen. Und die Verlierer sind die Europäer, an erster Stelle die Deutschen, aber noch mehr die Ukrainer, die jetzt sterben, weil sie eben im Grunde genommen verheizt werden für einen Krieg, verheizt werden für einen Krieg, der im Grunde genommen ein Krieg, ein geostrategischer Krieg der USA ist. Und das ist das Erstaunliche. Jetzt haben wir fast 2 Jahre diesen Krieg. Und 2 Jahre haben wir jetzt gehört, dass Waffenlieferungen der Weg sind, um die Ukrainer in eine bessere Situation zu bringen. Hier können Sie ja schon die Perversität der ganzen öffentlichen Debatte erkennen. Die Ukrainer in eine bessere Situation zu bringen, da sterben täglich Menschen. Und zwar nicht nur Soldaten. Und da sagt man, wir müssen Waffen liefern. Der Höhe Beziehungsweise die Soldaten, die machen das ja auch nicht freiwillig. Also in der Ukraine finden täglich Zwangsrekrutierungen statt. Also wenn man da im wehrfähigen Alter ist und ja, die Briefe, die vom Rekrutierungsabkommen ignoriert, dann ja, dann wird man eingesackt, kriegt vielleicht einen Schlag auf den Kopf, wird dann in ja, irgendeinen Jeep eingesperrt, wird dann ans andere Ende des Landes gefahren, kriegt dort allenfalls eine marginale Ausbildung und wird dann an die Front geworfen. Also das sind die Zustände in der Ukraine. Und wenn man versucht zu fliehen, dann ja, kann man zu ein paar Jahren Haft verurteilt werden. Oder besonders perfide, man wird zwar verurteilt, aber dann nur zu einer Strafe verurteilt, die eben so gering ist, dass man dann trotzdem noch gleich an die Front geschickt werden kann. Höhepunkt ist ja unsere oberste Intellektuelle, Frau Baerbock,
die also gesagt hat, deutsche Waffen retten Leben. Man muss sich das nur mal vorstellen. Das ist die Parole der US-Waffenindustrie. Waffen retten Leben. Die wiederholt hier unsere Außenministerin, die von der ehemaligen Friedenspartei der Grünen kommt. Man muss sich das nur mal vorstellen, was sich da alles geändert hat. Nein, jetzt machen wir das fast zwei Jahre. Ja, als das Bundeswehr, einer schreibt es gerade im Chat, als das Bundeswehr-Sondervermögen verkündet wurde, da sind die Kurse von Rüstungsherstellern wie Rheinmetall in die Höhe geschossen und auch der Kurs von Lockheed Martin, dem größten Rüstungshersteller der Welt, von dem auch die tollen neuen F-35-Kampfjets kommen, der ist in dem Tag ein paar Prozent nach oben gegangen. Also der hat direkt auf diese deutschen Ankündigungen reagiert, selbst der Kurs von Lockheed Martin. Also so bedeutend ist diese Aufrüstung, die wir hier gerade sehen. Also ja, das Großkapital in den Vereinigten Staaten, das feiert gerade Party. Auch wenn die normalen US-Amerikaner auf der Straße jetzt ein paar Prozent höhere Preise bezahlen dürfen. Also die leiden ja auch unter dem Rohstoffpreisschock. Das war ja weltweit 2022. Also da, vor allem bei den Nahrungsmittelpreisen und bei wichtigen Energierohstoffen, da haben wir Europäer zwar das härter mitbekommen als andere Teile der Welt, aber die Rohstoffpreise sind ja schon global gestiegen. Mit dem Ergebnis, dass die Ukraine immer mehr Schaden nimmt, dass immer mehr Menschen getötet werden, verletzt werden und so weiter und so weiter. Und sie wollen nichts ändern. Und wenn ich hier sage, die Ukraine nimmt immer mehr Schaden und sie wollen nichts ändern, sage ich auch, natürlich müssen wir auch an die Russen denken, die da gefallen sind. Und wir müssen auch an die denken, die eben in dem langen Krieg schon seit 2014 ums Leben gekommen sind, in der russischsprachigen Bevölkerung der Ukraine. An die alle müssen wir denken, sie sind alle Opfer einer falschen, nicht begründbaren geostrategischen Auseinandersetzung. Absolut. Und mit dem Schlusswort würde ich auch den Stream heute schließen. Also Lafontaine hat es 100% auf den Punkt gebracht. Hat hier, weiß nicht, wie lange er noch redet. Okay, gar nicht mehr so lange, aber trotzdem, es ist spät. Ich würde den Stream trotzdem schließen. Absolut vernünftig, was ihr gesagt hat. Schaut euch gerne das ganze Video der Nachdenkseiten an. Hier, das findet ihr auf dem Kanal der Nachdenkseiten. Das heißt, 20 Jahre Nachdenkseiten dürftet ihr total leicht finden, wenn ihr den Rest alleine sehen wollt. Lafontaine hat es ja wirklich auf den Punkt gebracht. Wir brauchen kritische, oppositionelle Medien. Die Nachdenkseiten leisten hier einen sehr wichtigen Beitrag gegen den Neoliberalismus, gegen diese gesamte transatlantische Kriegspropaganda, die wir überall sehen. Und gegen die Cancel Culture, also dieses Ausschließen von unliebsamen Leuten aus dem Diskurs. Und ja, wenn man sich gegen Cancel Culture einsetzt, wenn man sich gegen Kriegspropaganda einsetzt, dann will man natürlich eine Querfront und ist Verschwörungstheoretiker. Und ihr habt es vorhin bei Markus Linden mitbekommen. Also so absurd werden oppositionelle Medien in Deutschland diffamiert. Ich habe das schon häufiger angesprochen auf dem Kanal hier. Die Nachdenkseiten sind eines, der Medien, gegen die am schlimmsten gehetzt wird. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie so groß sind. Ja, wir können nur hoffen, dass sich die Zustände in diesem Land mal verbessern, wenn endlich vernünftige Politiker an der Macht kommen, wie beispielsweise Sarah Wagenknecht, wenn kritische Medien noch stärker werden. Also ihr seht, Nachdenkseiten haben hier nur 125.000 Abonnenten auf YouTube, sind, glaube ich, nicht mal unter den größten 100 Zeitungen in Deutschland, wenn ich da noch up to date bin. Also ja, und sowas wie Tagesschau und Spiegel, das lesen aktuell noch alle. Also das ist ein Problem. Nachdenkseiten, die müssen auch in diese Liga aufsteigen, wo Tagesschau, Spiegel, Welt, FAZ und so mitspielen. Da müssen die Nachdenkseiten auch hin. Naja, in diesem Sinne würde ich das Video jetzt mal